Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Und wir können ein paar Ionenbatterien machen. Nur fünf. Also nur in Anführungszeichen fünf, weil wir nur fünf Gold haben. Ups. Aber immerhin, wir haben fünf Gold. Und ich habe noch genug, um mir eine Ionenenergiezelle zu machen. Ich könnte mir noch eine machen, aber ich würde die Energiebatterien eher in sowas wie das hier integrieren. Und ansonsten behalten. So, Batterie kann weg. Eine Ionenenergiezelle würde ich hier behalten. Der kann auch weg. So, hier nehmen wir wieder drei Wasser raus. Zwei davon. Das und die Salzablagerung wieder weg. Die eine Ionenenergiezelle. Nee. Hier. Hoppala. Die Thermosachen, die können wieder weg, weil ich glaube nicht, dass ich die in naher Zukunft nochmal brauchen werde. Im Grunde könnte ich die eigentlich auch hier reinmachen. Ist hier überhaupt noch irgendwas? Oh ja, Kreatureneier und, ja, seien wir ehrlich, die beiden Pflanzen werde ich nie wieder brauchen. Ich mache das jetzt halt alles mit Ionen. Energie. Also. Ja. Kryptosuchus und die Augenqualle und da ist der Steinbrecher. So. Gut. Ansonsten eine Energiezelle möchte ich jetzt ganz gerne immer mit dabei haben, statt der, wie bisher, hatte ich ja immer noch eine normale Energiezelle mit dabei. Das würde sich hier jetzt quasi erübrigen. Ich meine, wofür? Beziehungsweise zwei normale Energiezellen. Die zwei Batterien, die können auch weg eigentlich dann. Genau, und actually, die Signalbojen behalte ich doch jetzt mal. So. Die tue ich jetzt einfach hier rein. Was soll's? So, und dann jetzt erstmal emailliertes Glas. Und das hier ist für ein Krebstiefenmodul. Stufe 1. Ich hoffe, ich habe das wirklich noch nicht gemacht. Ansonsten, ja, beiß ich mir in den Hintern. Aber sieht nicht so aus.
Zerstörungstiefe nun bei 700 Metern. Wupp, wupp. So. Frachtmodul war dreimal Titan, einmal Lithium. Ganz ehrlich, würde ich schnell noch machen. Das brauchen wir jetzt zwar nicht unbedingt, aber lasst es uns schnell machen. Wo hatte ich jetzt Lithium? Ich glaube in dem hier. Nein! Nein, noch einer weiter. Noch zwei weiter. Nee, das hier dürfte Kupfer sein. Ja. Lithium, wie man sieht, haben wir auch nicht mehr so viel, aber es reicht noch. So. Boah, es wird einfach schon wieder Nacht, ey. Ich habe mich eben, weil es Nacht war, mal hingelegt und gepennt, damit ich das Ganze mal im Tageslicht machen kann. Und es ist einfach trotzdem wieder Nacht, ist doch. Naja. So. Inventar noch mal etwas größer. Hier. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ohne Abendbrot ins Bett erstmal. Ich muss noch was an der Decke machen. Ja, die gefällt mir noch nicht. So. Ups, das war eine viel zu viel. Egal. Ich habe eigentlich viel zu viel Stuff. Also die Batterie brauche ich wirklich nicht mitnehmen. Konstruktionswerkzeug kann ich ja jetzt eigentlich auch hier lassen. Und einen Nährstoffblock auch. Okay. Dann würde ich sagen, schwingen wir uns jetzt in die Seebahn, in mein Veros. Und fahren mit dem zur Station Delta. Und sabotieren dort das Funksignal, beziehungsweise setzen das in Testmodus. Und ja. By the way, Seebahn Tiefenmodul 1 haben wir ja momentan. Wenn wir ein Blei finden. Moment. Nein, das ist schon das Seebahn-Tiefenmodul 2. Wir bräuchten das Dreier und dafür bräuchten wir aber Kyanit. Ich habe keine Ahnung, wo wir Kyanit herbekommen. Egal. Wir fahren jetzt erstmal. Ja, halt die Klappe.
Wir fahren jetzt erstmal zur Delta-Station und den Rest sehen wir dann. Und keine Ahnung, warum das immer so laggt. Keine Ahnung. Ich bin auch der Meinung, ich hatte das nicht so bei. Ja, komm. Bei Subnautica 1. Also, ja, da hatte ich es auch schon mal, dass es geleckt hat, aber nicht so stark. Ja, das hier kennen wir ja schon, da brauche ich keinen. Da brauche ich nichts, um mich warm zu halten. So. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Also für alle, die jetzt nicht mehr wissen, was hier los ist, Maeda hat uns gesagt, wir sollen uns erstmal unter dem Funkturm von Altera kümmern und den ausschalten und danach können wir mit dir sprechen. Und da würde ich sagen, machen wir das jetzt mal. Also dafür haben wir halt dieses Testmodul im Inventar, was ich letzte Folge eigentlich auch hätte wegtun können. Aber okay, hätte ich auch nur eine Sache mehr nehmen können. Testüberbrückungsmodul anschließen. Ja. Now back to the terminal. Testbetrieb starten. Testmodus aktiv. Sendeentwarnung. Yes, satellite is down. Sehr schön. Dann, hier ist noch ein PDA, das ich. Danke, Alan. So, Alright, Altera. You win this round. Come find me at my greenhouse. I'm about a kilometer east of your position up on an iceberg. I'll come by if I have time. Sure, whatever. If you have time for me in your busy social calendar. Ja. Okay. Hat das PDA das irgendwie markiert oder? Ich glaube nicht. Okay. Ach. Tower maintenance log. Okay, this time the birds have really done it. I don't know what they've been eating, but it's corrosive when it comes out the other end. I'm gonna need to rewire. I'm short an element to fabricate the right cable. I remember seeing some when I did that dive to the old ship. I'm gonna go out there and see if I can get some more. That should fix it. Maintenance status? In progress. Okay. Ja. Ich hatte jetzt eigentlich so gedacht, vielleicht kann ich da ja runterspringen, aber nee, lass mal.
wärme ich nochmal. Danke. So, und wenn ich das... Da kann ich runterspringen, wenn ich den Krebs habe, aber ansonsten besser nicht. Ja. Also, wie war das? Etwa 1 Kilometer südlich auf einem Eisberg von meiner Position aus. Jetzt hat man mal eine schöne Sichtweite. Ja, kriege ich hin. Blaurochen ein, Pilner Karis und Eisschützenei. Okay. Ich würde sagen, erstmal. Ja, nee. Erstmal nach Hause und von dort fahre ich dann nach Süden. Ich glaube, das ist einfacher. Ich bin gerade am Überlegen mit Rochalo oder mit Veros. Ich würde sagen, dass wir hatten die letzten 2 Folgen Rochalo-Folgen. Das kann uns jetzt auch Veros übernehmen. Mal abgesehen davon, selbst mit Rochalo. Der Krebs mag ja noch so irgendwie halbwegs Rochalo auf Wish bestellt sein, aber keine der beiden Frauen hier ist ich bin in die falsche Richtung gefahren. Moment. Das stimmt das auch? Ach Quatsch, hier. Ungefähr 1 Kilometer östlich. Also eigentlich schon die Richtung. Ach komm, wir schlafen so selten hier drin. So. Ich möchte nur mal schnell nach den, nach dem Becken suchen, wie es da drin jetzt ausschaut. Welcome aboard, Captain. Ja. Ach! Die Kryptosuchus, Eisschütze, Blauroche und der Pinacaris. Oh, und sogar 2 Steinbrecher inzwischen. Oh, nett. Obwohl das zugegebenermaßen im ersten Teil das halt in über 2 Stockwerke in großen Räumen zu sehen, ist schon beeindruckender. Gebe ich ja zu. Bloß Platz hast du trotzdem keinen. Ach, jetzt sind wir etwa, ich glaube, 1100 Meter. Naja, sagen wir mal, 1000 Meter geschwommen.
gefahren mit der Seebahn. Gerade mal 1%. Das ist, dann haben wir am Ende, sind wir so bei 97%. Das ist, klasse. Das ist richtig gut. Vielleicht jetzt gerade etwas langweilig, aber was soll ich machen? Er ist halt so ein bisschen eigentlich wie Freelancer, bloß mit schlechterer Musik. Also ich meine, Freelancer hat ja auch jede Menge. Man fährt einfach nur in der Gegend herum. Passagen und ja. 600. Ach komm, wisst ihr was? Ich habe eine Jukebox hier und so. Bei Two Steps from Hell bin ich mir immer noch unsicher, ob ich das überhaupt machen kann. Na, wahrscheinlich wird mein werde ich dann nur demonetarisiert, was mir egal wäre, weil ich die Videos ja eh nicht monetarisiere. Oder die möchten, oder die schalten dann Werbung, beziehungsweise lassen Werbung schalten, aber theoretisch könnte es halt auch sein, dass das hier dann gesperrt wird und das will ich nicht riskieren. Ehrlich gesagt, ich mag die Musik von Hoppala. Eisberg, wo? Vor allem, selbst wenn ich den über Wasser nicht sehe, unter Wasser müsste ich den ja sehen. Aber ich sehe hier nichts. Vielleicht. Ich muss es ausprobieren. Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein Berg mit Eis. Ist das der? Ah, okay. Let me stranded on an abandoned oceanic planet. Said to myself, ain't gonna hold my breath, waiting around for death.
ganz... Das passt so null zur Atmosphäre von Subnautica, oder? Bin ich der Einzige, der meint, dass das nicht passt? Danke, dass du mir das sagst. Diesen Call of the Void kann ich nämlich noch gut aus dem Weg gehen. Ist so ein bisschen was anderes als die Mod. Wenn sie denn mal irgendwann kommt. Hier bin ich doch falsch. Erkundung der Zone westlich des Eisbergs, ja. Ach, da oben vielleicht? War auch nicht mehr wirklich südlich, aber Fernglas wäre jetzt ganz nett. Ja, vergiss es. Selbst mit Fernglas würde ich hier nichts sehen. Aber das hier ist definitiv der falsche Ort. Vielleicht hier drunten? Das sieht ja irgendwie aus wie eine Öffnung, aber nee. Ihr seid aber auch beide zu hoch, da komme ich gar nicht hin.
Das hier ist einfach nur ein Loch, ne? Auch, ja, ohne größere Bewandtnis. Ich würde jetzt trotzdem sagen, ich gehe hier erstmal raus und schaue mich nochmal um. Das sieht nämlich schon irgendwie seltsam aus. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Ja. Wenn ich da irgendwie hinkomme, das könnte gut sein, dass da was ist. Ich weiß es aber nicht. Ich könnte auch schon wieder viel zu nah an meiner Basis sein oder so. Die hat halt nur gesagt, etwa 1 Kilometer südlich. Ja, in einem Eisberg. Da war ich. Da sind nicht mal Eisberge. So, lass mal erst mal trinken. Dann schauen wir mal, ob nicht doch... ...dieses Loch irgendwas zu bedeuten hat. Ich glaube nicht. Ach so, das sind Steinläuse. Nee, da ist er massiv zu hoch. Massiv zu hoch. Massiv zu hoch, massiv zu hoch. Da ist so ein Balkon, aber da komme ich nicht dran. Da irgendwie, da oben irgendwie heran? Nee. Oder komme ich da eventuell doch nur mit dem Krebs hin? Weil Maida hat ja eigentlich auch nur einen Krebs, aber kein... Nee, das ist doch wieder der, wo ich gerade war, ne? Ja, ich meine schon. Dangerous weather approaching. Ach! Shelter. Ich will jetzt aber mal ein bisschen mich umschauen.
Ob hier nicht doch irgendwas ist, was ich gebrauchen kann. Wenn ich da irgendwie rüberkäme, aber höchstens mit dem Krebs. Selbst damit sehe ich das aber nicht wirklich. Hypothermia imminent. Nein, nicht Schlafabteil bewegen. Oh, Mann. Mädel. Du willst es aber auch schwierig haben, ne? Komm, jetzt hör auf damit. So kalt ist es ja auch nicht mehr. Na super. Oder wenn ich halt darauf käme, aber ich wüsste nicht wie. Allerhöchstens wirklich mit dem Krebs, aber für den? Wie soll ich den denn da hochbekommen? Oder hier hochbekommen? Ich meine, ich würde es versuchen, wenn ich wüsste, dass da irgendwas ist. Tue ich aber nicht. Wisst ihr was? Ich speichere jetzt hier und verabschiede mich für später. Ja, ich weiß nicht. Ich werde einfach mal schauen, wo ich da hin muss. Weil ich habe keine Ahnung. Ich vermute mal auf einen dieser Eisberge. Aber dann, wie soll ich da hoch? Weiß ich halt nicht. Naja, von daher, ich verabschiede mich. Gruß, Zynas-Fan.